Dieses Kreischen gilt der neuen Hallertauer Hopfenkönigin. Ihr Erfolg lässt das Publikum in der Festhalle schier ausflippen. Bei saunaähnlichen Temperaturen wurde das künftige Dreigestirn aus Prinzessin, Vizekönigin und Regentin gewählt. Letztere ist nach der Krönung erschöpft, aber glücklich. Nur Freude. Freude und einfach das Wahnsinn. Man hat es geschafft. Das Ziel, wo man immer gehabt hat, ein Traum, was in Erfüllung gegangen ist. Diesen Traum hat auch die neue Vizekönigin geträumt. Selbst in der zweiten Reihe wartet ein spannendes Jahr auf sie. Denn schließlich wird Hopfen weltweit produziert, gehandelt und konsumiert. Es ist einfach immer wunderschön, wenn man seine Heimat in der Welt vertreten kann. Und ja, das war einer der Gründe oder der Hauptgrund für mich, jetzt dieses Jahr hier anzutreten für die Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin. Zur Seite blicken. Eine vom bierseligen Volk demokratisch gewählte Monarchin. Das ist in der Hallertau seit Jahrzehnten Tradition. Die Kandidatinnen müssen freilich Töchter eines Hopfenbauern sein. Ihre Väter sitzen dann im Wahlvolk in der Festhalle von Wolnzach und stimmen über das neue Dreigestirn mit ab. Alle Hopfenpflanzer, die beim Hopfenpflanzerverband dabei sind, die können da im Voraus können die Plätze reservieren und denen werden dann eben die Tischkarten zugeschickt und können dann Platz nehmen und somit auch das Dreigestirn wählen. Und niemals eine Julia. Dieser Wahlabend findet an einem der 10 Volksfesttage in Wolnzach statt. Manche Anwohner mitten im Zentrum der Marktgemeinde geht der alljährliche Trubel freilich auf die Nerven. Das haben sie im Rathaus auch deutlich gemacht. Gut, Beschwerden gibt es schon seit längerer Zeit. Wir haben ja auch versucht, immer wieder dann sukzessive darauf Rücksicht zu nehmen und immer wieder neue Maßnahmen eingeleitet. Das ging los mit leiseren Kühlaggregaten, mit Lautstärkenreduzierungen auch auf dem Festplatz. Und ich denke, so müssen wir halt weiter verfahren, dass wir miteinander ein gutes Auskommen wieder finden. Auf eigene Kosten hat die Marktgemeinde Wolnzach Lärmmessungen durchführen lassen. Die Ergebnisse liegen derzeit beim Bayerischen Umweltministerium und beim Bayerischen Landtag. Denn dorthin haben sich die Anwohner gewandt. Der Lärm auf dem Hallertauer Volksfest beschäftigt jetzt tatsächlich auch den Petitionsausschuss des Bayerischen Parlaments. Inhalt der Petition, es gibt ja eigentlich zwei. Nämlich die eine, dass das Wolnzacher Volksfest an diesem Ort nicht mehr stattfindet oder nur noch mit erheblichen Einschränkungen. Aber ich denke, da kann man dann nicht mehr von einem Volksfest sprechen, wenn wir um 22 Uhr zusperren müssen. Das geht natürlich nicht. Aber die zweite Petition, die hat ja der Markt selber eingereicht zum Erhalt des Hallertauer Volksfestes. Schon zweimal wurden Termine verschoben, an denen sich der Petitionsausschuss mit diesem Thema beschäftigen wollte. Insofern kann man in Wolnzach froh sein, dass die Wahl der Hallertauer Hopfenkönigin 2015 noch in der Festhalle stattgefunden hat. Mitten in Wolnzach.